Hallo, ich bin Mary vom Bloque Latinoamericano. Wir sind eine migrantische Organisation und arbeiten zu Situationen in Lateinamerika und den Lebensbedingungen unserer Community hier in Deutschland. Wir sind heute hier, weil Tesla mit beiden zu tun hat. Es wurde bereits viel über den Aktivismus gesprochen. Für die Ressourcen, die der Kapitalismus für seine sogenannte grüne Transition braucht, werden in unseren Heimatländern unsere Lebensbedingungen zerstört. Nicht nur werden ganze Ökosysteme vernichtet, noch dazu findet der Aktivismus unter schlechten Arbeitsbedingungen statt. Die Menschen brauchen aber Arbeit, um zu überleben. Und es gibt kaum Alternativen. Denn die Wirtschaft der meisten Länder im globalen Süden beruht auf dem Export von Ressourcen auf Extraktivismus. Das ist ein koloniales Erbe, da sie über keine Industrie verfügen, sind diese Länder von den Einnahmen aus dem Extraktivismus abhängig. Abhängig, um Politik zu machen, auch soziale Politik, aber auch abhängig, um die Wirtschaft umzubauen, um so derselben Abhängigkeit von Extraktivismus zu entkommen. Dieses Versprechen, die Wirtschaft umzubauen, wird jedoch nie eingelöst. Die KapitalistInnen in diesen Ländern haben ja gar kein Interesse daran. Schließlich leben sie vom Export von Ressourcen. Und auch die kapitalistischen Industriestaaten wie Deutschland haben kein Interesse daran. Sie brauchen die Ressourcen aus dem globalen Süden. Mit Hilfe von Militärdiktaturen, wirtschaftlichem Druck und Unterstützung rechter Präsidenten wird sichergestellt, dass diese Länder in finanzielle Abhängigkeit geraten, dass sie nie eine eigene Industrie aufbauen, dass sie nie wirkliche Unabhängigkeit erlangen. Viele Menschen bleiben nichts anderes übrig, als ihre Heimat zu verlassen. Die Migration nach Europa ist das Ergebnis der europäischen Außenpolitik. Umweltzerstörung, Krieg und wirtschaftliche Abhängigkeit vertreibt die Menschen und zwingt sie herzukommen. Die Rechten hierzulande machen dagegen Stimmung und hetzen deutsche Lohnabhängige gegen Migrantinnen auf. Aber Deutschland braucht uns Migrantinnen. Wir nutzen Deutschland als billige Arbeitskräfte. Das ganze Migrationsrecht, Asyl, Au-pair, Working Holiday, Arbeitsvisa und so weiter, all das ist nur dafür da, uns zu zwingen, jegliche Arbeit anzunehmen. Egal wie schlecht bezahlt sie ist, egal wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind, als billige Arbeitskräfte halten wir die deutsche Wirtschaft am Laufen. Erst werden wir aus unseren Heimatländern vertrieben und dann werden wir gezwungen, hier unter miserablen Bedingungen zu arbeiten und zu leben. Das hat Auswirkungen auf alle Lohnabhängigen in Deutschland. Denn wenn der Boss immer damit drohen kann, einfach einen billigen Migranten einzustellen, müssen auch die weißen deutschen ArbeiterInnen sich mit niedrigeren Löhnen abfinden. Um die Lebensbedingungen allen Lohnabhängigen zu heben, müssen die Lebensbedingungen der MigrantInnen gehoben werden. Wir sind keine Feinde. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Wir sollten Verbündete sein. Dafür stehen wir als Bloque Latinoamericano ein. Gegen immer schlechtere Lebensbedingungen, gegen Umweltverstörungen und gegen die Spaltung der Lohnabhängigen. Wir wollen eine Welt, in der das gute Leben für alle möglich ist. Eine Zukunft auf einem bewohnbaren Planeten und eine Gemeinschaft aller Menschen. All das wird sich nur mit dem Arbeiterinnen durchsetzen lassen. Wenn wir es ernst meinen mit einer sozial-ökologischen Transformation der Gesellschaft, müssen wir für eine Einheit zwischen migrantischen und deutschen Lohnabhängigen einstehen. Denn nur die geeinte Klasse der Lohnabhängigen hat die Macht, die Transformation wirklich zu empfangen. Auf die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität! Hey, oh.